Moin Filmfreunde, in den nächsten kommenden Tagen ist es mal wieder soweit, die Kinostarts werden kommen und natürlich ist da ein Film am Start, nämlich The Ritual, die Totenwache. Wie dieser mir gefallen hat, das sage ich euch nämlich jetzt im Nerdcheck. Der junge Jakob möchte die strenge Gemeinde in Brooklyn am liebsten verlassen, weil er seinen Glauben verloren hat. Da er dringend Geld braucht, stimmt er widerwillig dem Angebot des Rabbiners zu, die nächtliche Totenwache für ein verstorbenes Gemeindemitglied zu übernehmen. Kurz nach seiner Ankunft in dem baufälligen Haus wird Jakob klar, dass hier etwas sehr, sehr falsch läuft. Mehr will ich euch gar nicht erzählen, das ist der kurze Inhalt, natürlich passiert noch ein bisschen mehr, aber ich möchte es auch eigentlich gar nicht spoilern, also es ist natürlich wie immer eine spoilerfreie Kritik. Dieser Film geht 88 Minuten, ist ein Blumhouse Production Film und ist ein Regiefilmdebüt von Keith Thomas. Der hat hier Regie geführt und das Buch geschrieben, also das Drehbuch. Ja, 88 Minuten habe ich ja gerade gesagt, ist eher so ein Indie-Horror, der so ein Psycho-Elemente beinhaltet. Und der mit Dave Davids einen doch, sag mal, so weit bekannten Namen, den kennt man aus True Detective, sag mal, eine Hauptrolle aufweisen kann. Der spielt nämlich den jungen Jakob in dieser Hauptrolle und man sieht eigentlich dann ja nur mehr ihn in diesen ganzen Filmen. Und es geht halt einfach um Okkultismus, um diese jüdische Totenwache, sag ich mal, und natürlich diesen Masik. Masik ist da in den, im Jüdischen halt irgendwie so ein Totendämon. Ja, mehr will ich euch gar nicht sagen. Aber die Geschichte an sich, was Keith Thomas sich ausgedacht hat, ist eigentlich bisher ein bisschen das Beste an diesem ganzen Film. Und dann kommt das große Aber. Ne, die Story ist, wie gesagt, schon interessant, kann mich aber nicht vom Hocker reißen. Der Film ist sehr ruhig, hat wirklich ein sehr ruhiges Pacing, auch ein sehr ruhiges Storytelling und macht manchmal auch so ein paar Sprünge, wo ich mir denke, ja, macht das wirklich so Sinn? Und es geht ja eigentlich nur um das eine Thema und es fesselt überhaupt nicht den Zuschauer. Also meiner Meinung nach war es einfach so, dass da nie eine richtige Spannung aufkommen konnte. Wenn auch der Score und der Soundtrack sehr gut umgesetzt sind und auch manchmal so ein bisschen Spannung erzeugen möchten, aber es ist manchmal einfach von der Kameraführung und vom Bild, was auch sehr dunkel war, das Bild war auf jeden Fall sehr dunkel, dass diese ganze Farbumgebung möchte natürlich eine dichte Atmosphäre machen, schafft es aber eigentlich gar nicht so richtig, dass der Zuschauer sich da einen Bann zieht und ja, Keith Thomas Story mitfiebert. Da wäre viel mehr drin gewesen. Für mich ist das teilweise manchmal so ein bisschen, wo ich sagen muss, war ein bisschen zu wenig, vielleicht auch der, sag ich mal, des Budgets geschuldet. Ich denke mal nicht, dass da viel drinne an Budget investiert wurde, weil man hat einfach wahrscheinlich eine stinknormale, teurere Kamera genommen, halt Dave Davids in der Hauptrolle, so ein paar halt Nebenrollen und eben halt dieses alte Haus, dieses baufällige Haus. Und mehr ist es eigentlich gar nicht. Und man möchte natürlich mit den Urängsten der Menschen so ein bisschen spielen in diesem Film. Manchmal klappt es ganz gut, so dass man, aber es kommt wirklich kein, sag mal, Schreckmoment auf. Die neben diese Metapher, die da so ein bisschen hinterher ist und so weiter, die ist gar nicht schlecht. Die fand ich auch so, sag mal, an dem Punkt, sag mal, besser als bei manchen anderen Psycho-Horror-Filmen. Aber es reicht einfach nicht und man quält sich doch so manchmal die 88 Minuten durch. Ja, ihr merkt schon, wo die Reise hingeht. Er hat mich doch ein bisschen sehr enttäuscht und ich habe mir vom Inhalt eigentlich, also nach der Inhaltsergabe habe ich mir ein bisschen mehr erhofft bei diesem Streifen, der auch ein bisschen sehr hoch angepriesen wurde, laut der Pressemitteilung und der Werbung, sag ich mal, dass dieser Film natürlich im Fantasy-Filmfest und natürlich, sag mal, mit Blumhouse Productions in der Hinterhand ist ja meistens so, dass die Produzenten hier so groß angeschrieben, also angedeutet werden. Leider war es nicht so gewesen. Der Film hat mich so ein bisschen enttäuscht, war sehr durchwachsen, sehr zäh. Einerseits, wie gesagt, die Story war in Ordnung, aber es war manchmal das Bild einfach zu dunkel. Daher gibt es einfach von mir eine Bewertung von einer 4,5 von 10. Ihr müsst euch natürlich selber mal ein Bild machen, wie ihr wollt. Ihr könnt natürlich gerne ins Kino gehen. Ansonsten, ja, wünsche ich euch viel Spaß im Kino. Ich würde mich natürlich über ein Like und einen Kommentar und natürlich ein Abo freuen und würde sagen, Leute, bis dann und ciao und bam.